Leute, herzlich willkommen bei einem weiteren Video von King Performance. Wir haben da einen Cupra Formentor, haben wir so auch noch hier nicht gehabt auf dem Kanal. Ich bin den schon gefahren in Slowenien. Acra Evolution, nicht nur Slip-On, sondern Evolution. Und die Anlage kann auf jeden Fall was. Sound wird nice. Wie bei vielen, ich sag jetzt mal VAG-Modellen, wenn man das so sagen darf, ist der ganze Scheiß immer ganz weit vorne verbaut. Partikelfilter, Cut und so weiter und so fort. RS6, C8, RS7, C8. Somit kann der Abgasanlagenhersteller eine schöne Evo-Anlage bauen, die dann legal ist. Nicht nur Slip-On. Das werden wir hier machen. Optional hat der Kunde sich noch für ein Soundkit entschieden. Fernbedienung. Somit werden wir die Klappe zu 100% öffnen können, auch während der Fahrt. Egal in welchem Modi. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Hier haben wir die Acra Evolution Abgasanlage. Wie man sehen kann, haben wir hier einen Unterschied vom Material. Und zwar haben wir hier vorne schön Edelstahl. Hat einen besonderen Sound natürlich, anders wie Titan. Wäre natürlich nicer, wenn alles aus Titan wäre. Aber man kann hier bei so einem Stück mal eben zwischen Edelstahl und Titan 1000 Euro sparen. Roundabout. Ja, sagen wir mal zwischen 700 und 1200. Irgendwo dazwischen pendelt sich das Ganze ein. Der hintere Teil ist aus Titan, wie man sehen kann. Klappensteuerungsmodule werden übernommen. Ansonsten, Endrohre sind jetzt sehr gut geschützt. Das nehmen wir jetzt erstmal noch nicht ab. Zeigen wir euch gleich am Ende. Und jetzt zeigen wir euch noch Soundkit. So, Kabelgedöns, alles da. Denn wir müssen jetzt hier gleich am Beifahrersitz quasi, doch, das wird schon sehr viel Arbeit sein, ran, um das Ganze zu verlegen, um auch die Klappe anzusteuern. Das machen wir. Das ist nichts für schwache Nerven, aber kein Problem für uns, kriegen wir hin. Soundkit. So, wir haben jetzt hier die Abdeckung abgenommen und müssen von der Beifahrerseite dann durch dieses Loch quasi das Kabel durch und das werden wir jetzt machen. So, wir haben jetzt hier vorne die Acra. Hier haben wir die Serienanlage. Man kann sehen, zwei Schalldämpfer entfallen. Durchmesser ist auf jeden Fall größer. Ich hoffe, man kann es erkennen. Und hier dieser blöde Knick da, den haben wir hier nicht. Und ansonsten kann man sehen, ist das hier auch etwas flowtechnisch besser aufgebaut hier. Und bei beiden geht es dann rein in den Endschalldämpfer. Auch der Endschalldämpfer ist bei Acra etwas kleiner dimensioniert. Wie gesagt, der ist aus Titan. Der sieht aus als, weiß nicht, wie kann man es beschreiben? Wie eine zerquetschte Schildkröte. So eine Art. Wie findet ihr eigentlich die Endrohre? Ist das schön, dieser Farbton? Hm, passt ein bisschen zum Logo, ne? Okay. Ich würde sagen, ich ziehe die noch nicht ab. Wir spannen euch noch ein bisschen auf die Folter, denn... Ihr wollt ja bis zum Ende des Videos dranbleiben, würde ich sagen.